Einen wunderschönen guten Tag, ihr Mäuse. Herzlich willkommen zurück. Wir starten heute mit einem weiteren Backrooms-artigen Game. Es ist nicht ganz die Backrooms. Es ist ein sogenanntes Spiel über Liminal Spaces. Liminal Spaces sind Räumlichkeiten, die extrem unrealistisch designt sind. Räume und Konstrukte, die so nicht möglich oder machbar wären. Ihr werdet genau wissen, was ich meine, wenn ich jetzt starte. Wir gucken uns das an. Ich habe richtig Bock. Let's go. Mach leiser, ich sehe nix. Supermarket. Das ist anscheinend der Aldi in der Mitte von nirgendwo. Hier ist ja nix. Wie bin ich denn hierher gekommen? Okay, wir gucken uns das Ganze mal an. Ist ein wunderschöner, moderner Supermarkt. Da kann ich jetzt so erstmal nichts gegen sagen. Und vor allem, werben Sie mit Schnaps. Wir nehmen uns den einzigen Einkaufswagen, der hier steht. Das ist jetzt meiner. Oh. Ich bin durch den Boden gefallen. Ich bin einfach durch den Boden gefallen. Was zum F***? Oh, ich lieb das ja. Also, in diese Liminal Spaces kommt man ja dann meistens so laut Story rein, indem man irgendwo rausglitscht oder sowas. Und ich bin anscheinend nicht in der Lage, eine Leiter zu benutzen. Und jetzt sind wir hier in diesen Poolraum reingeglitscht. Guck mal, da sind wir rausgefallen. Wir sind einfach aus der Decke geplumpst. Gefällt mir. Und vor allem mag ich diesen Mülleimer. Oh mein Gott, ich kann ihn treten. Ja. Ich will ihn in den Pool rollen. Geht das in den Pool? Nein, natürlich nicht. Komm schon, komm schon, komm schon. Geh da rein, geh da rein, geh da rein. Funktioniert nicht. Schade, okay, alles klar. Ja, hier steht Exit. Dann gehen wir doch mal raus aus dem Exit. Geht nicht, okay. Wir brauchen eine Zahlenkombination. Das ist Zettel. Mein Name ist Andrew. Ich bin in diesen Pool gefallen. Durch die Decke. Niemand weiß, wie viele Stunden ich schon hier bin. Ich werde Nachrichten hinterlassen, solange ich kann. Ich habe Papier und einen Stift gefunden. Hier liegt eine Notiz mit einem merkwürdigen Code darauf. Ich glaube, A ist gleich 1, B ist gleich 2, C3, D4 und so weiter und so fort. Alles klar. Ja, dann wissen wir ja jetzt, dass die Buchstaben Zahlen sind. Dann vermute ich mal, dass Exit uns die Zahlenkombination geben wird. A, B, C, D, E. Nee, Moment, passt nicht, weil X ist ja schon zweistellig. Moment, das funktioniert ja nicht. Ja gut, ich gebe auf, das war's für heute, ne? Tschüss! Hier vorne durch die Tür vielleicht? Komme ich hier durch? Ah, guck mal, es geht auf. Hallo? Hier, guck mal. So, also das hier ist eine 51 oder eine 52. Ich würde sagen eine 52. Und das hier ist eine 11. Also 11, 52 vielleicht? 11, 51 oder 11, 52. Eins von beidem. Aber hier ist noch eine Notiz. Zu Beginn aller Dinge und zur Geburt der Intelligenz... Ja, wurden Bücher erschaffen. Briefe sind der Schlüssel zum Allmächtigen. A, C, B, D. Ah, guck mal, das ist unsere Kombination. Alles klar. A ist 1, A, B, C ist die 3, B ist die 2, A, B, C, D ist die 4. 1, 2, 3, 4. Moment, jetzt habe ich die Code schon wieder vergessen. 1, 3, 2, 4. Aha, der faule Fluss. Das klingt doch nach Spaß, da möchte ich hin. Oh. Mein Gehirn kann diesen Raum nicht ganz verarbeiten. Da steht jemand. Oh Gott, da steht jemand. Warum steht da jemand? Ich möchte das nicht, aber ich gehe da jetzt hin. Jetzt ist die Person weg. Alles klar. Hm, toll. Wie wäre es denn erstmal mit einem leichten Erfrischungsgetränk? Was gibt's denn hier? Oh mein Gott, es gibt sogar Cola für mich hier. Komm, komm, nimm. Gib noch mehr. Komm, gib mehr. Mehr. Gib noch mehr. Ich weiß jetzt noch nicht so ganz, wo ich hin muss. Da steht Exit und da steht auch Exit. Ich gehe erstmal hier lang. Kann ich ins Wasser? Jo, alles klar. Aber die Musik macht das sehr entspannt irgendwie. Also ich fühle mich weniger gestresst als relaxed irgendwie. Es ist ein bisschen Spa-Feeling. Ich finde das sehr angenehm tatsächlich, ja. Guck mal hier. Oh mein Gott, das sieht ja toll aus. Stuff only. Ich bin Stuff. Ah, das ist so ein Becken. Nee, okay. Da kickt meine Thalassophobie wieder so ein bisschen. So tiefe Gewässer, weiß ich nicht. Nee, da wird mir ganz unwohl. Okay, wir haben ja diese Brücke. Wir gehen nur über die Brücke. Wir müssen nicht ins... Ha, ha, ha! Raus, raus, raus! Oh mein Gott! Ein dunkler Gang. Was soll schon passieren? Oh. Hier geht's lang. Da geht's auch lang. Was ist das hier? Ist das der Saunabereich? Sind hier die nackten Männer? Hallo? Nackte Männer? Sackgasse, schade.
Ah, guck mal, hier ist doch schon wieder so ein Nummernpad. Da muss ich doch hier bestimmt wieder eine Zahlenkombination finden. Alles klar. Auf Erkundungstour. Nee, Moment mal. Moment mal, war ich blöd? Guck mal, in dem Saunabereich hier, das war keine Lampe an der Wand. Das war ein Zettel. 3, 2, 4, 9, see E-Dog. 3, 2, 4, 9. Enter. Das war falsch. Ha. Oh. Ich tue jetzt mal so, als hätte mein Chat mir gerade nicht verraten, dass das rückwärts geschrieben ist. 9, 4, 2, 3. Bin ich ja ganz alleine drauf gekommen. 9, 4, 2, 3. Blup. Ta-ta-da-da. Okay, passen Sie auf. Treppe hoch. Und die nächste Zahlenkombination. Alles klar. Kriegen wir hin. Wo geht's hier lang? Das ist auch ein ganz merkwürdiger Raum hier. Windows is answer. Die Musik. Moment, ist sie nicht gecopyrighted? Welches Window ist die Antwort? Oh. Während ich durch diese merkwürdigen Orte ginge, fing ich an zu denken, bin ich im Zwischenraum zwischen Himmel und Hölle? Wie sonst erkläre ich diese komplette Abwesenheit von Logik in diesen Orten? Ich weiß es nicht. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe auch nichts. Was ich auch nicht verstehe ist, welches Fenster die Antwort ist! Moment mal! Ein leuchtendes Fenster. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 8 leuchtende Fenster und 2 leuchtende Fenster. Aber Moment, 1, 2, 3. Zählt das hier als vierte Wand? 1, 1. Ist es 1, 8, 1, 1? 1, 8, 1, 1. Ich bin ein verdammtes Genie! Das hier sieht schon gar nicht mehr so angenehm aus. Nee, oh nee, oh, auch die Musik ist ganz, ganz beunruhigend hier. Ich mag das nicht. Oh mein Gott, Io, 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 es verfolgt mich, okay, 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 lauf, lauf, Exit hier lang. Wo ist das scheiß Exit? Ah, die Pissoirs, Gott sei Dank, denn sonst pisse ich mir gleich in die Hose. Egal, wo ich lang gehe, ist es falsch. Okay, ich bin anscheinend jetzt in die Kreatur reingelaufen. Selber schuld, Milo, selber schuld. Neuer Versuch. Es kam von da. Ich laufe jetzt einfach dahin, von wo das Vieh kam. Das ist neu. Oder ist es neu? Ich weiß es nicht. Nee. Hier, 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 hier. Ja, ja, ja. Oh mein Gott. Oh, ich bin ein verdammtes Genie. Was ist das für ein riesiger Zuckerwürfel? Was habe ich jetzt verpasst? Jetzt sind wir hier in irgendeinem Supermarkt gelandet oder was? Oh, was ist das? Sicherungskasten. Hat gerade Klack gemacht. Haben wir jetzt schon irgendwas aktiviert? Ich weiß es noch nicht so ganz genau. Wir gucken weiter. Oh, noch eine Sicherung. Ja, da, guck mal. Ah, guck, jetzt geht diese Tür hier auf. Alles klar, rein da. Jetzt sind wir nämlich hier auf der anderen Seite. Okay, macht Sinn. Weiter geht's, ja. Da steht Dick Exit drauf. Da ist dann wohl auch Dick Exit drin. Okay, was ist hier los? Jetzt sind wir in einer Shopping Mall. Ich brauche neue Schuhe. Supermarket! Da ist ominöses rotes Leuchten in der Ecke. Ich gehe mal hin. Sieht jetzt nicht direkt nach dem Ausgang aus, aber wir gucken, was uns erwartet. Hallo? Oh, 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 I found a flashlight. Ja, Taschenlampe gefunden. Wundervoll. Ja, einfach weiterlaufen. Ich weiß auch gar nicht, wo ich hin muss. Soll ich hier hinten hin? 3, 2, 1, 4. Wofür habe ich jetzt diesen Code? Einfach wieder raus, einfach wieder raus. Uff. Okay, Taschenlampe ist gestorben, kein Problem, alles gut. So, wir haben uns ja den Code gemerkt. Da hinten ist eine Tür, oder? Oh, Gott sei Dank, okay. 3, 2, 1, 4. Ist das nicht richtig? Den nimmt er nicht. Warum nicht? Wir gucken mal, ob hier noch irgendwas anderes ist. Vielleicht liegt die Lösung des Rätsels ja woanders. Ah, was ist das hier? Es gibt noch ein Zahlenpad. Wir tun so, als wäre das eben nicht passiert und als ob ich nicht eine halbe Stunde verschwendet hätte. Project Liminal. Guckt euch die ganzen IMAX hier an. Die sind scheißenreich. Von der Musik und dem Dröhnen der Halogenröhren kriegt man ja Kopfschmerzen.
Wieder so ein Sicherungskasten. Okay. Nummer 1. Hier ist ein Fahrstuhl. Alles klar. Ja, dann Fahrstuhl. Und ab dafür. Dann halt kein Fahrstuhl. Okay. Da vorne geht's weiter. Was ist hier los? Und noch ein Sicherungskasten. Mega! Was ist hier? Sicherungskasten. Wundervoll. Rein in die Olga. Funktioniert immer noch nicht. Warum geht jetzt auf einmal diese Tür auf? Oh, hier. 1, 2, 3. Nee. 1, 2, 4, 3. So. 1, 2, 4, 3. Wunderbar. Sicherungskasten. Den haben wir jetzt betätigt. Dann dürfte doch jetzt der Fahrstuhl wieder funktionieren, oder? So, Achtung. Ja, bitte. Eines der offensichtlichsten Enden. Wir wachen auf, alles nur geträumt. Am Arsch. Weißt du, wenn ich träume, dann träume ich, dass ich mir ins Bett kacke. Doch nicht sowas. Hat trotzdem Spaß gemacht. 10 von 10. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.